Okay Leute, ich wollte jetzt ein Review über das Clone Trooper Battle Pack von Lego Star Wars. Es ist von 6 bis 12 Jahren, hat die Artikelnummer 7913 und den Namen Clone Trooper Battle Pack. Auf der Rückseite befindet sich das Gegenpack, sage ich jetzt mal, mit den Mandalorianern, ja, und halt den Krieg zwischen den Clone Troopern. Okay, also die Figuren, ein A-Trooper, ein Clone-Trooper-Kommandant und noch zwei Bomben-Squad-Trooper, das sind Bombenentschärfungstruppen. Okay, dann mache ich es jetzt mal auf. Schwierig aufzumachen mit einer Hand. Okay, also hier ist die Anleitung. Dann haben wir hier noch, ja, hier sind dann die Tütchen mit den Teilen. Okay, dann schlagen wir mal die Anleitung auf. Erste Seite erstmal die Clone Trooper zusammenbauen. Die wurden hier, also kann ich gleich mal gerade weglegen. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich kann mit einer Hand nicht so gut was aufmachen. Einen Moment. Okay, habe mir jetzt eine Schere besorgt. Ich schneide das jetzt mal hier auf. Okay, dann beginne ich erstmal mit dem Commander. Okay, also was ich noch über den Commander sagen muss, der hat jetzt zwei irgendwie neue Blasterwaffen, die irgendwie so, naja, kann ich gleich nochmal zeigen. Erstmal baue ich jetzt die Clone Trooper zusammen und ja, okay, die Figuren habe ich jetzt zusammengebaut. Lege ich jetzt mal hier hin und jetzt werde ich mal die nächste Seite ausschlagen. Und ja, jetzt fängt es mit dem Speeder an. Okay, erstmal wieder eine weiße Grundplatte. So, und jetzt muss ich das zweite Tütchen aufmachen. Mit, wieder mal mit meiner Schere. Okay. Okay, das war Tütchen. Okay, dann baue ich jetzt mal den Speeder zusammen und zeige euch dann gleich, wenn ich fertig bin. So, der Bark Speeder ist fertig. Und ja, er sieht ziemlich cool aus. Und ich habe auch noch einen von meinen Lego Hasbro Figuren, einen Speeder. Den kann ich euch ja mal zum Vergleich dahin stellen. Der ist jetzt um einiges größer, aber okay. Nur so zum Vergleich. Und ja, ich finde, er ist ziemlich gut gelungen. Das ist ein Hasbro-Spieler von den Figuren von Hasbro. Also den Star Wars-Figuren. Okay. So, das ist der Spark-Spieler. Und jetzt kommen wir zu den Waffen. Okay, also bei den Waffen da sind wieder. Achso, jetzt wollte ich ja hier noch zu diesen speziellen Waffen sagen. Also, es ist diesmal
Das ist. Also, es gibt die ganz normalen Gewehre, dann die etwas kleineren Blaster und dann die ganz kleinen Blasterchen. Ja. Okay, also. Also, und zu den Troopern, ich finde, der hier ist ziemlich cool. Und ja, also, ich kann ihm jetzt mal allen Waffen geben. Okay, das ist jetzt das Backpack. Ja, der Barkspeeder, der Arf Trooper, der Commander und die beiden Bomb Squad Trooper. Okay. Und ja, ich habe es für 12 Euro bei Rossmann erworben. Und ja, es ist ein ziemlich cooles Pack, finde ich auf jeden Fall. Und es lohnt sich, es zu kaufen. Falls ihr noch Fragen habt oder so, einfach einen Kommentar schreiben. Okay, bis zu meinem nächsten Review oder Film.